Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einem großen Autorennspiel Crash Test. Viele von euch machen ja gerne mal was kaputt und auch bei Autorennspielen ist es ja mal üblich, dass man mal irgendwo mal gegenfährt und danach sein Auto mal betrachtet, wie es denn aussieht. Selbst ich mache es ab und zu mal und frage mich, ist das wirklich so realistisch? Ich habe 4 der aktuellen Spiele rausgesucht, die ich auch selber besitze und habe einfach mal ausprobiert, wie das Schadensmodell heutzutage so aussieht. Und für euch alle da draußen, wenn noch andere Spiele ein richtig schönes Schadensmodell haben, dann schickt mir einfach mal einen Link unten in der Videobeschreibung und ich gucke mir das mal an. Und mit diesen Worten möchte ich eigentlich jetzt abgeben in die 4 Videos und habt einfach ein bisschen Spaß daran. Das war euer Maximus. Das erste Spiel im Crash-Test, ihr seht es schon, Need for Speed Rivals. Und hier haben wir den Ford Mustang GT. Guckt euch den ganz genau an, wie der jetzt aussieht. Und wir werden jetzt ausprobieren, ob der Wagen so richtig schön zerstört werden kann oder ob das alles nur Makulatur ist. Und dafür nehmen wir einfach mal den Polizisten hier aufs Korn. Halten mal ganz kurz an. Und man sieht, ja, wir haben Dreck. Die Motorhaube hat sich ein wenig geöffnet. Und das war's. Also nicht viel. Er fährt hinten jetzt noch ein bisschen ran. Ich habe eine kleine Delle oder scheint wohl Dreck zu sein. Hinten an der Stoßstange. Was hat sich jetzt getan? Die Motorhaube hat sich ein bisschen mehr, ja, deformiert, kann man jetzt so sagen. Wir geben mal ein bisschen Gas und fahren in den mit. Nein, hat nicht so funktioniert. Der ist nochmal ausgewichen, aber hier vorne. Wir fahren jetzt mit 300 hier rein und es sieht beeindruckend aus, ja. Ohne Scheiß. Gar nicht mal so schlecht. Und was hat sich da bis jetzt getan? Es hat sich nichts getan. Das heißt, ein Umkehrschluss. Es hat absolut keine, ja, Auswirkung, ob ich gegen Gegenstände fahre, die halt aus Beton sind oder aus ja, ganz normalem Blech. Es ist alles vorberechnet. Es fällt alles in Animationen hier richtig schön ab. Aber das war's. Und ich denke mal, das ist nicht mehr so zeitgemäß. Das war ja bei Most Wanted genauso. Der Spiegel oder alle beide Spiegel sind ab. Und das war's. Eher, traurig, muss ich ehrlich sagen, dass man hier nicht so viel zerstören kann. Aber es ist auch irgendwo klar, die Hersteller von den Lizenzwagen, hier zum Beispiel Ford, die wollen natürlich nicht, dass man die Autos zerstört. Und ja, und das Spiel ist eh ein Arcade-Rennspiel. So, probieren wir nochmal irgendwo gegenzufahren, weil dann ist das Auto komplett zerlegt. Wenn wir hier... Was hat sich getan? Ja, die Motorhaube hat sich ein bisschen mehr geöffnet. Ja, ein klein wenig hier auf der Seite. Auf der rechten Seite. Und das war's. Traurig. Finde ich nicht mehr so... Ja, wie gesagt, zeitgemäß, ne? So, einmal müssen wir es nochmal ausprobieren, bis wir den Wagen richtig schön zerstört haben. Und dann gehen wir natürlich zum nächsten Spiel. Und hier... Ja, die Partikel fallen und wirklich alles nur vorberechnet. Die hat sich ein bisschen mehr geöffnet. Sie hat sich ein bisschen mehr geöffnet. Ja, man sieht was. Die Scheiben sind zersprungen. Was gibt es hier hinten zu sehen? Ja, die hintere Stoßstange hat sich auch ein bisschen verschoben. Die Tür ist offen. So scheint es. Aber das war's. Wir haben noch ein bisschen an, ja, Power drin. Also unten... Man sieht, wie das wackelt. Das war's aber auch, ne? Kommt jetzt noch irgendwas? Fahrzeugschaden ist kritisch. Ich hoffe, ich werde ihn jetzt irgendwann gleich hier zerstören. Und dann gehen wir zum nächsten Spiel. Komm, ich hupe die ganze Zeit. Und... Oh Mann, ey, ich krieg den Wagen einfach nicht kaputt. Komm, 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 komm. Jetzt musst du aber irgendwann kaputt gehen. Weil mehr geht sowieso nicht bei dem Spiel. Vielleicht kriegen wir ja den Polizisten da irgendwo. Und ich hupe die ganze Zeit. Nein. Der Wagen. Und damit bin ich erwischt. Das ist ein bisschen traurig. Also viel ging in diesem Spiel nicht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Crash-Test. Dafür habe ich Projekt Cars rausgesucht. Und ja, wir haben einen BMW M3 schön mit Nvidia-Werbung versehen. Sieht auch richtig nice aus. Ja, Nvidia unterstützt dieses Spiel. Und
Das ist natürlich im Umkehrschluss auch die Marke, die ich auch selber benutze. Ja, dieses Spiel ist eher ein Simulationsspiel, nicht so wie Rivals ein Arcade-Spiel. Und dafür wollen wir doch gleich mal ausprobieren, ob ein Simulationsspiel mehr Schaden ins Spiel bringt als so ein Arcade-Renner. Gut, dann versuchen wir einfach mal komplett gegen die Wand hier zu fahren. Dann müsst ihr einiges abfallen. Wow, das hat schon mal richtig doll wehgetan. Oh, und jetzt haben wir gleich noch einen Unfall gebaut. Hier, schön mit dem BMW. Gucken wir uns das einfach mal an. Dafür gehen wir mal nach vorne und man sieht, ja, das sieht doch schon beeindruckender aus. Überhaupt, das Spiel sieht sehr beeindruckend aus und man sieht, hier hinten hat sie das gelöst. Die hintere Stoßstange, mehr war es bei Rivals gar nicht zu sehen. Aber hier, das ist doch sehr, sehr beeindruckend. Aber es wirkt auch so, als wenn es nicht dynamisch berechnet wird. Dafür fahren wir einfach nochmal komplett gegen. Und das Spiel ist höllisch laut. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. So. So. Ja. Alles ab vorne und ich glaube, mehr passiert ja auch nicht mehr. Und man sieht hier schön den V8 BMW Motor. Das war's eigentlich. Wir versuchen hinten noch ein bisschen was kaputt zu machen. Der ist auch ein bisschen irre da drüben. So, das war's eigentlich. Mehr geht hier nicht kaputt, leider, ein bisschen schade, aber auf jeden Fall schon eine Steigerung gegenüber Need for Speed Rivals und ja, gefällt mir ganz gut, aber dieser Fokus geht ja eher auf dieses Spiel, nicht auf das Schadensmodell und dahergehend kann man dieses Schadensmodell bei Projekt Cars so stehen lassen. Willkommen zum nächsten Spiel. Der nächste Crashtest, dafür habe ich mir Grid 2 ausgesucht, einer der wirklich schönsten Spiele, wo man Autos zerlegen kann. Und da geht es komischerweise mit den Lizenzen, dass man ja die Autos so ein bisschen zerlegen kann. Aber ich denke mal, Codemaster hat da sein Händchen dafür, dass sie es irgendwie so gut wie möglich verkaufen. Und ja, wir haben wieder ein Ford Mustang, um das alles so ein bisschen halbwegs ähnlich zu halten. Und ich sehe schon, die ersten Autos kommen auf mich zu. Und da werden wir doch mal probieren. Ah, bam! Und hey, guckt euch das an. Ja, es ähnelt auf jeden Fall Projekt Cars, kann man schon sagen. Und ja, ich dachte, habe gar nicht gedacht, dass der so viel verliert. Normalerweise ist dann erstmal die Motorhaube und die Stoßstange so ein bisschen demoliert. Jetzt fahren wir einfach mal hinten ran. Und fällt auch alles ab. Ich denke mal, der Hit war zu doll und ist gleich alles abgefallen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, sieht sehr nice aus, aber gefällt mir nicht ganz so. Darum zeige ich euch mal ganz kurz, wie das aussieht, wenn man normal gegenfährt. Das Auto ist wieder ganz und jetzt können wir nochmal das probieren, was ich euch ja gesagt habe. Aber ihr wisst ja, ich bin ja der Super-Car-Mechaniker-Simulator und dadurch kriege ich das ja ordentlich hin. Fahren wir jetzt einfach mal so ein bisschen, also nicht zu doll gegen. Und das meine ich, ja? Dieses Schadensmodell wollte ich jetzt. Und da sieht man natürlich, dass das alles vorberechnet ist und nicht dynamisch. Aber es sieht trotzdem richtig interessant aus. Jetzt bin ich ein bisschen schräg rangefahren und jetzt sieht man, ja, dieses Bild, das kennen wir. Das haben wir vorhin bei dem Crashtest gesehen. Die Scheiben sind zersprungen, überall schöne Beulen. Muss ich wirklich sagen, einer der schönsten Schadensmodelle, die es überhaupt gibt. Und jetzt kommen die anderen Autos und wir versuchen... Oh, was hier noch geht. Oh, und natürlich wollen die nicht in mich reinfahren. Ah ja. Zack. Hinten wieder eingebeult. Ja, gucken wir uns den nochmal ganz genau an. Wirklich sehr, sehr hübsch. Gut, wenn jetzt komplett die Stoßstange ab ist, dann gefällt es mir auch nicht mehr so. Dann, ja, sieht es aus wie überall. Aber, ey, guckt euch mal hier hinten an. Ja, wie eingebeult das Heck ist. Geil. Das sieht richtig toll aus. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel, was wahrscheinlich einige schon irgendwo sich denken. Und ich gebe einfach mal zum nächsten Spiel ab.
Und jetzt kommen wir zum absoluten König des Crashtest NextCar Game. Dieses Spiel basiert auf das Zerstörungsmodell und hat eine extra Engine dafür entwickelt, um das alles richtig darzustellen. Gerade wenn ich irgendwo gegenfahre, an der Stelle, wo es passiert ist, da kommt auch der Schaden. Ich hoffe, ich habe es bei den anderen Videos nicht falsch gesagt. Auf jeden Fall, das ist alles vorberechnet und das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren, ob es bei NextCar Game so ist, wie ich es gerade gesagt habe. Versuchen wir einfach mal, irgendwo gegen zu fahren. Das war vorne rechts und jetzt gucken wir einfach mal an. Ja, man sieht auch, dass vorne rechts was passiert ist. Der ganze Träger hat sich verzogen, die Motorhaube ist hochgegangen und der ganze Kotflügel löst sich langsam. Ja, ja, wow. Hey, jetzt lasst mich mal ein bisschen in Ruhe, sonst ist das Spiel gleich zu Ende. Boah, das ist ja sowas von beeindruckend. Guckt euch das mal an. Es ist ein wenig übertrieben. Man muss quasi die Balance zwischen, ja, zwischen spielerischen Freiheiten, also das Zerstören, weil normalerweise wäre eigentlich hier im Spiel für jeden anderen Wagen im reellen Leben vorbei oder außen vorbei. Aber dann würde keiner so richtig hier Spaß dran haben, wenn man gleich aus dem Spiel geworfen wird. Und dahergehend kann ich durchaus sagen, bin ich mit dem Kompromiss sehr, sehr zufrieden. Und ja, die anderen Hersteller haben das Problem, dass sie lizenzierte Wagen haben. Die Wagen ähneln reellen Wagen, also hier ist es ähnlich wie so ein Dodge. Und ja, man sieht, ja, die Reifen, die haben sich verzogen und die ganze Karosserie, die ist einfach, ja, das Auto hat eigentlich ein komplett neues Gesicht. Es ist richtig beeindruckend und ja, es benötigt natürlich eine richtig gute Grafikkarte, die das alles auch umsetzen kann. Aber hey, das ist so geil! So, versuchen wir den nochmal weg. Und ich habe sogar noch einen Takedown geholt, obwohl ich gar nicht so richtig aufgepasst habe und was sie alles hin und her fliegt. Also die Physikeffekte, die sind wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wow, richtig geil. Für meinen Augen ist das schon, ja, eigentlich schon ein Todesurteil für denjenigen, der da drinnen sitzt. Aber wie gesagt, man muss den Kompromiss irgendwo hinbekommen und damit bin ich raus. Jetzt könnt ihr mal in eure Kommentare reinschreiben, welches Spiel ihr auch noch auf eurer Liste habt, was ein richtig schönes Schadensmodell habt oder auch ein Video dazu, ja, fabrizieren. Da macht ihr einfach mal eine Videoantwort, könnt ihr ja unten mal rein verlinken, das erlaube ich euch einfach mal. Ja, mit den Worten möchte ich euch eigentlich jetzt mal mit den letzten Bildern hier in Ruhe lassen. Ich hoffe, ihr konntet mal ein paar Spiele sehen, wie es sich entwickelt, das ganze Schadensmodell in den Spielen. Ja, mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.